Hallo, heute möchte ich noch einmal über den Fokus sprechen, denn beim Jahreswechsel wollte ich Feuerwerk fotografieren und das ist mir leider nicht gut gelungen, da ich den Fokus nicht richtig eingestellt habe. Und deshalb habe ich mich sofort dieses Jahr als erstes damit beschäftigt, wie stelle ich den Fokus vernünftig auf unendlich. Jetzt habe ich ein Kit-Objektiv und das hat keine Markierung dafür. Etwas bessere Objektive haben eine 8, die auf der Seite liegt. Und das heißt, wenn ich den Fokusring dorthin stelle, habe ich den Fokus unendlich. Jetzt hat mein Objektiv das nicht und deswegen gibt es aber eine andere Möglichkeit. Ich kann zum Beispiel ein weit entferntes Objekt anvisieren, was aber in der Dunkelheit oft gar nicht so einfach ist, ein Objekt zu finden, auf das die Kamera dann fokussieren kann. Und deswegen zeige ich euch, wie wir das manuell machen, was wir auch dann halt verwenden können, wenn wir kein Licht haben. Ihr seht jetzt auf dem Bildschirm das EOS-Util, die Kamera ist dort angeschlossen. Ich klicke jetzt mal hier auf die Lupe, um den Ausschnitt zu vergrößern. Jetzt stelle ich erstmal von Hand scharf. So. Ich kann auch ganz einfach, so als kleiner Trick, ich drehe entgegengesetzt vom Uhrzeigersinn bis Anschlag. So. Jetzt ist das ein bisschen wieder unscharf. Und jetzt drehe ich mit dem Uhrzeigersinn so lange, ganz vorsichtig, bis das Bild einigermaßen scharf ist. So. Mit dem Kit-Objektiv werde ich eine hundertprozentige Schärfe sowieso nicht erreichen, davon abgesehen, aber darum geht es ja auch nicht. Ich habe jetzt hier ein relativ scharfes Bild. Ich bin auf 55 mm und werde jetzt mal auszoomen auf 18. Und dabei werden wir feststellen, dass die Schärfe stehen bleibt, also erhalten bleibt. Das heißt, ich habe hier den Punkt für unendlichen Fokus gefunden, indem ich ein weit entferntes Objekt anvisiert habe. Wenn es jetzt zum Beispiel richtig dunkel ist, funktioniert das zum Beispiel mit Straßenlaternen, die also weiter entfernt sind. Falls die auch nicht vorhanden sind, dann müsst ihr euch richtig helle Punkte am Himmel suchen, Sterne. Und falls die auch nicht da sind, dann bleibt nur noch die Möglichkeit mit einer Taschenlampe und dann Hyperfokaldistanz. Da gibt es sehr gute Videos schon bei YouTube oder halt mal bei Wikipedia nachlesen. Also diese Möglichkeit, die ich euch hier jetzt gezeigt habe, funktioniert halt, wenn noch Lichtquellen so einigermaßen vorhanden sind. Tagsüber könnt ihr auch ganz einfach manuell fokussieren auf ein weit entferntes Objekt oder auf den Horizont. Und wie gesagt, wenn gar kein Licht mehr da ist, wenn es wirklich finster ist, dann solltet ihr sowieso eine Taschenlampe dabei haben und dann braucht ihr halt die Hyperfokaldistanz. Dann geht es gar nicht mehr anders. Ja, so viel zum Thema Fokus. Ich werde natürlich bei nächster Gelegenheit wieder versuchen, Gewitter oder Feuerwerk festzuhalten und hoffe dann, dass ich das nächste Video in besserer Qualität präsentieren So, kann. jetzt ist es dunkel geworden und wir können die Sache mit dem Fokus unendlich direkt einmal ausprobieren. Ich habe meine Kamera so stehen gelassen wie vorhin. Die ist wieder angeschlossen an den PC und jetzt wollen wir mal schauen, wie wir das richtig einstellen. Ich mache am besten hier wieder die Lupe auf. Dann können wir das schön groß sehen. So. Ich gehe mal auf 55 mm ran, drehe den Fokusring von hinten gesehen, also wenn man hinter der Kamera steht, nach links gegen den Uhrzeigersinn bis Anschlag. Jetzt drehe ich ganz langsam mit dem Uhrzeigersinn. Die Konturen werden schärfer. Und da, wo wir meinen, dass der schärfste Punkt ist, ich würde sagen, das ist jetzt hier, können wir ja mal ein bisschen rauszoomen. Und wie ihr seht, haben wir direkt einen guten Punkt erwischt. Jetzt bin ich auf 18 mm. Ich probiere jetzt noch mal ein bisschen zu korrigieren, ob wir noch ein bisschen mehr Schärfe bekommen. Nee. Sieht nicht so aus. So, okay.
Ich habe auf 18 mm gestellt. Dann mache ich jetzt mal die Vergrößerung wieder zu. Der würde jetzt bei ISO 100 und Blende 5,6, würde die Kamera wahrscheinlich 30 Sekunden belichten. Deshalb gehe ich mal mit dem ISO auf 400. Dann dauert es vielleicht nicht ganz so lange. So, wir haben hier nicht bei der Belichtung nicht Center, also nicht 0, sondern ich mache lieber etwas heller. Und dann würde ich sagen, machen wir mal eine Testaufnahme. Hat doch 30 Sekunden gewählt. War das mit dem ISO 400 gar nicht so schlecht. Dann schauen wir uns das Bild gleich mal in Photoshop an. Photoshop ist sowieso ein geniales Tool, das kann ich nur jedem empfehlen. Zumal man Photoshop jetzt für kleines Geld abonnieren kann. Das heißt, man muss es gar nicht für einen großen Batzen Geld kaufen. Man kann es abonnieren. Ich habe es abonniert für 25 Euro im Monat. Und ich muss sagen, das ist genial. Also man bekommt alle Updates und man hat ein super geniales Fotobearbeitungsprogramm. Bei YouTube gibt es hervorragende Anleitungen für Photoshop. Wenn ihr also mal nicht wisst, wie ihr ein Bild noch nachschärfen könnt oder sonstige Dinge, schaut mal bei YouTube rein. Da gibt es tolle Anleitungen. Jetzt würde ich das Bild gern speichern. Ich habe doch gerade schon mal drauf geklickt, hat er gar nicht mitbekommen. So, ich lege das einfach halt halber mal eben auf dem Desktop ab. So, können wir das schließen. Dann gehen wir mal bei Photoshop rein und öffnen das Bild. So, wir haben hier RAW-Format, das öffnen wir. Müsste normal der RAW-Konverter kommen. Mein Rechner ist ein bisschen älter, deswegen dauert das ein bisschen. So, machen wir mal Bild öffnen. Ich werde jetzt hier kein Bearbeitungstutorial anhängen, sondern nur mal eben reinschauen in das Bild zwecks Schärfe. Damit wir mal sehen, wie wir oder wie das gerade gemachte Bild aussieht. So. Das hat hier jetzt mit der Schärfe nicht so gut geklappt, wie ihr seht. Da würde ich sagen, müssen wir noch mal ein zweites Bild machen und etwas korrigieren. Das mit dem Fokus ist natürlich auch eine Fummelarbeit. Und ich muss sagen, hier macht sich auch der ISO 400 negativ bemerkbar. Das ist ein Bild, das ich so nicht verwenden würde. Oh, jetzt habe ich den falschen Button gedrückt. Das wollte ich nicht haben. Also das Bild kann man nicht verwenden. Das war nicht gut. Deshalb gehe ich hier mit dem ISO auf 100 runter. Die Kamera belichtet von Hause aus nur 30 Sekunden. Wenn man länger belichten möchte, braucht man DSLR-Controller für Android zum Beispiel oder ein externes Gerät, was ich aber nicht habe. Ich habe den DSLR-Controller. Allerdings ist mein Tab momentan anderweitig beschäftigt. Deswegen müssen wir uns jetzt hier mit den 30 Sekunden, die die Kamera kann, begnügen. Ich denke mal, so viel dunkler wird es jetzt auch nicht werden bei ISO 100. Aber wir werden ein ganzes Stück Rauschen damit eliminieren. Ich glaube, die 30 Sekunden sind sinnvoll investiert. Das werden wir gleich auch sehen. Weil so viel Rauschen, da bedarf es wieder vieler Tricks, um das aus dem Bild wieder rauszubekommen. Und die Qualität am Endeffekt wird ja dadurch nicht besser. Also den ISO immer so niedrig wie möglich. Und da ich ja eh auf dem Stativ fotografiere, würde ich sagen, machen wir einfach mit ISO 100. Und ihr seht, es ist zwar dunkler geworden, aber ich glaube, das geht. So, legen wir auch jetzt falsch ab. Mist, verdammt. Okay, ich will das auf dem Desktop. Das andere sortiere ich nachher aus. So, schließen. Wieder Photoshop und öffnen. So,
Bild 36. Etwas Klarheit dabei. Das war ein bisschen viel. Bisschen Dynamik. Bild öffnen. So. Ich denke, dieses Bild wird direkt besser sein. Ja, schon deutlich weniger Rauschen, wie ihr seht. Dunkler, aber auch weniger Rauschen. Ich glaube, mit dem Bild könnte man im Zweifelsfall mehr anfangen. Der Fokus ist doch gar nicht so schlecht gesetzt. Sieht man hier, die Konturen der Fenster sind schön scharf. Das heißt, es lag deutlich am ISO. Der war einfach zu hoch gedreht. Das war mir ja auch bei Silvester passiert. Ich hatte sowas noch nicht, sage ich mal, so intensiv gemacht wie bei dem letzten Jahreswechsel vor ein paar Tagen. Und deswegen bin ich da ein bisschen falsch rangegangen. Und nächstes Mal muss ich einfach versuchen, das besser hinzubekommen. Und diese Sache mit dem Unendlich-Fokus, die wird mir auf jeden Fall dabei helfen. Ja, das Bild ist ja gar nicht so schlecht geworden, wie wir gesehen haben. Ich würde sagen, wenn ihr noch Tipps und Tricks für mich habt, wie ich das Fotografieren besser machen kann, gerade auch was die Schärfe angeht, weil Schärfe ist immer so eine Sache, die es an meinen Bildern ein bisschen mangelt. Und das liegt natürlich auch am Objektiv, keine Frage. Ist halt ein Kit-Objektiv, aber wie gesagt, wenn ihr Tipps und Tricks habt, dann schreibt sie in die Kommentare. Ich kriege da ja dann automatisch eine Benachrichtigung und dann würde ich mich freuen, wenn ich etwas von euch höre. In diesem Sinne sage ich erstmal Tschüss bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Fotografieren.